Hey, herzlich willkommen zu dieser Kundalini-Yoga-Wohlfühl-Session. Eine richtig angenehme Einheit, um in deinen Tag zu starten, um den Tag zu beenden oder um zwischendurch in deine Kraft zu kommen. Mein Name ist Kay und mir ist es wichtig, dass ich dir zeige, dass du wirklich mit ganz kleinen Schritten jeden Tag in deinem Alltag etwas Gutes für dich tun kannst, damit du strahlst, anstatt immer nur funktionierst. Okay, bist du bereit? Lass uns loslegen mit dieser Session. Du brauchst nichts außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper und eine Matte, eine Unterlage. Wir beginnen im Schneidersitz. Wenn dir der enge Schneidersitz nicht gut tut, kannst du die Füße auch weiter nach vorne nehmen, die Fußsohlen aneinander. Hauptsache, du lässt deine Knie locker nach außen fallen. Wenn wir sitzen, dann ist es wichtig, dass wir immer aufrecht sitzen, also dass die Schultern nicht nach vorne gezogen sind, der Bauch nach innen geht, sondern dass du dich hier wirklich aufrichtest, ja, nimm deine Schultern nach hinten, unten, nimm deine Hände locker auf die Knie und wir atmen erstmal ein. Atme tief in den Bauchraum hinein und atme aus. Einatmen. Und aus. Und nochmal ganz bewusst, ganz tief ein. Und aus. Mit dem nächsten Einatmen drehen wir jetzt den Kopf nach links. Ausatmen zur Mitte. Und drehen den Kopf nach rechts. Und ausatmen zur Mitte. Einatmen nach links. Achte darauf, dass deine Schulter auf einer Linie bleiben. Mitte. Und einatmen rechts. Und zurück zur Mitte. In der Mitte senken wir jetzt das Kinn nach unten. Und wieder hin. Einatmen, Kinn senken. Ausatmen, heben. Und nochmal. Senken. Und heben. Dann schauen wir nach rechts. Einatmen. Senken das Kinn nach unten. Ausatmen nach links. Und wir legen den Kopf in den Nacken. Einatmen, rechts. Über die Brust kreisen, ausatmen, Kopf in den Nacken legen, Blick nach oben, mach das ganz langsam in deinem eigenen Tempo. Jawohl, und dann ändern wir die Richtung, zieh nach links, einatmen, über die Brust, lass die Schultern tief, ausatmen. Einatmen und aus. Und eine letzte Runde. Dann kommen wir zur Brust und heben hier den Kopf langsam wieder an. Und was wir mit dem Kopf machen können, können wir auch mit dem ganzen Körper machen. Deshalb lehnen wir uns jetzt einatmen nach rechts. Gehen dann mit dem geraden Oberkörper nach vorne. Atmen aus, links. Und jetzt runden wir ein. Du ziehst deinen Bauch nach innen. Und dann gehen wir wieder nach rechts. Einatmen, vor. Ausatmen, links und weiter. Und auch hier ändern wir die Richtung. Zuerst ziehen wir nach links, nach vorn und jetzt rund nach hinten. Schön den Bauch einziehen, schön den Rücken einrunden. Der gerade vor zeigt dein Brustbein. Und eine letzte Runde. Dann richten wir uns in der Mitte wieder auf. Und aufrichten heißt gleichzeitig wieder, dass du hier wirklich stabil bist. Zieh auch gerne den Nabel leicht nach innen.
Schön aufrecht, Schultern nach hinten, unten nehmen. Und jetzt haben wir die Kreise mit dem Oberkörper gemacht. Jetzt machen wir noch die Kreise mit dem Becken. Das heißt, du ziehst mit dem Becken nach rechts, nach vorne, nach links und nach hinten. Das sind ganz, ganz kleine Kreise, die aber so viel bewirken können. Ja, und auch wenn du dir da anfangs ein bisschen unbeholfen vorkommst, stell dir das einfach auch in deinem Kopf vor. Stell es vor deinem inneren Auge vor. Das hilft oft, hier wirklich in die Kreise zu gehen. Und wenn du wirklich merkst, oh, ja, das ist eher wie ein Ei, dann kipp mit dem Becken einfach vor und zurück. Ja, Becken vor und zurück. Ja, und wir wechseln dann die Richtung, kreisen in die andere Seite. In die andere Richtung. Jawohl. Und dann kommen wir in der Mitte wieder an und wir lösen die Hände, atmen ein, bringen die Arme nach oben, atmen aus, nach unten, atmen ein, bringen die Arme nach oben, atmen aus, nach unten und nochmal, atme ein, Arme nach oben, Achtung, atme aus, senke die rechte Hand nach unten und ziehe jetzt mit dem linken Arm über den Kopf. Du siehst, der Arm ist gestreckt und nicht hängen lassen, sondern hier wirklich in die Länge gehen. Halten, atmen. So, jetzt ist noch wichtig zu beachten, dass die Schultern übereinander stehen. Ja, oft neigen wir dazu, den Arm dann nach vorne zu nehmen, weil das viel bequemer ist. Wir wollen aber hier wirklich in die Öffnung reingehen. Und wenn du magst, kannst du auch nach oben schauen zur Decke. Wenn es aber unangenehm ist, schau gerne nach unten zur Hand oder nach vorne zu mir. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Und mit dem nächsten Einatmen kommen wir zurück zur Mitte, heben den rechten Arm. Ausatmen, jetzt machen wir das Ganze nach links. Lehne dich so weit du kannst. Streck den rechten Arm lang. Achte wieder auf die Schulter. Und entscheide dich, wo du gerne hinschauen möchtest. Atme auch hier wieder tief. Jawohl, mit dem nächsten Einatmen kommen wir zurück zur Mitte, beide Arme nach oben, ausatmen, nach unten, senken. Einatmen, heb die Arme auf Schulterhöhe an, die Handflächen zeigen nach oben, atme aus. Und mit dem nächsten Einatmen tippst du nun mit den Fingerspitzen auf die Schulter und ausatmen wieder lang. Ein und aus, mach das in deinem eigenen Tempo, das muss überhaupt nicht schnell sein. Im Gegenteil, wir gehen in die tiefen Muskulatur, je langsamer wir die Übung ausführen. Und noch vier. Nehmen wir schön in die Länge gehen. Und letztes Mal. Halte die Arme lang, kreise mit den Armen. Und in die andere Richtung. Und halten. Jetzt gehen wir mit den Fingerspitzen auf die Schultern. Jetzt drehen wir die Finger nach vorne und die Daumen nach hinten. Wir öffnen uns also hier richtig schön weit. Wir atmen ein und gehen nach links. Wir atmen aus zur Mitte. Wir atmen ein, gehen nach rechts, atmen aus zur Mitte. Das heißt, wir machen das erstmal ganz langsam. Einatmen, ausatmen, ein und aus. Letztes Mal. Und jetzt gehen wir mit der Einatmung wieder nach links und mit der Ausatmung nach rechts. Also es wird jetzt schon ein Ticken schneller. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen schneller machen. Und das ist so wohltuend für die Muskulatur rechts und links der Wirbelsäule. Und das ist so gut
für unsere Wirbelsäule. Wir bringen ja richtig mal Schwung in die Bude. Es ist nur wichtig, dass du atmest. Uns langsam in der Mitte wieder ein, lösen die Hände, bringen die Arme nach unten, atmen ein, bringen die Arme nach oben, verschränken die Hände, atmen aus, wir ziehen nach rechts, deine Handflächen die auch nach oben zur Decke, atme ein zur Mitte, atme aus, wir ziehen nach links und nochmal einatmen zur Mitte, aus nach rechts. Und ein zur Mitte und aus nach links. Wir kommen zurück zur Mitte, bringst die Arme über die Seite nach unten. Wir kommen in die letzte Übung. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, dreh dich nach rechts, setze die rechte Hand hinter dir auf, die linke Hand auf dein rechtes Knie. Und jetzt gehen wir hier in den Drehsitz. Das heißt, du schaust wirklich, dass du mit deiner linken Schulter so weit wie möglich nach rechts kommst und du schaust über deine rechte Schulter nach hinten unten und gerne auch mit den Augen, denn die Augen trainieren die kurzen Nackenmuskeln. Also gerade wenn du oft verspannt bist im Nacken, dann macht es hier wirklich Sinn, mit den Augen viel zu arbeiten. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Einatmen und dann langsam zurück zur Mitte. Beide Arme gehen nach oben und ausatmen. Dreh dich auf nach links. Linke Hand hinten, rechte Hand auf das Knie. Und wir machen hier genau das Gleiche. Dreh dich ganz weit auf. Und wie gesagt, das ist die Schulter, die du hier noch weiter nach links bringen möchtest. Und der Blick mit den Augen über die Schulter. Den Atem fließen, bleib schön aufrecht und spür hinein in deinen Körper. Jawohl, und mit dem nächsten Einatmen kommen wir wieder zurück zur Mitte. Bring die Arme nach oben und ausatmen die Arme nach unten. Und dann bringen wir mal die Knie zueinander und du streckst deine Beine lang nach vorne aus und du lockerst jetzt mal deine Beine auf. Du hast jetzt eine lange Zeit im Schneidersitz verbracht. Du kannst auch mal mit deinen Füßen kreisen, dass die einfach ein bisschen mal aufgelockert sind und auf ab. Du kannst sie auch aufstellen, ja, deine Beine massieren. Jawohl! Und dann hast du es auch schon geschafft. Eine wunderbare Kundalini-Yoga-Session. Wie gesagt, die du morgens, mittags oder abends machen kannst. Und kurz zu dir zu kommen, ganz bewusst in deinem Moment zu sein, um dir und deinem Körper etwas Gutes zu tun. Und wenn du mehr solcher Mini-Workouts oder Tipps haben möchtest, wie du deinen Alltag wirklich vereinfachen kannst, mein Motto ist nämlich, weniger ist definitiv viel, viel mehr, dann kannst du meinen Kanal abonnieren und so bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und das wird in den nächsten 77 Tagen jeden Tag sein. Und B, kannst du in meine Gruppe kommen, in meiner Low-Talks-Gruppe, wo es wirklich um ein gesundes, bewusstes Leben geht. Alle Infos findest du hier unter diesem Video. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Dabeisein und ich freue mich, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Hab einen schönen Tag. Ciao. Bis gleich.